Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Genau die. Ja, wir hoffen, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt, ohne irgendwelche Nervenzusammenbrüche oder sonst. Und ohne Geschenke, die man mit zurückgeben muss, weil man sie doppelt hat oder scheiße sind. Und unser Träger heißt jetzt Schleppo. Genau. Schleppo. Na, hast du schön umbenannt. Weißt du, wie unsere Knüppler-Einheit heißt? Nö. Finde es heraus und geh durch die Tür. Hinter mir. Moment. Ich muss Schleppo erst irgendwo abstellen. Es sind zu viele Leibeigene, hier ist irgendwo Platz dafür. Ja, es ist sehr eng hier mittlerweile. Müssen sie uns irgendwie mal alle auf die Mauer stellen, die wir nicht brauchen. So, dann gucken wir mal. Wie heißen denn unsere neuen Knüppler? Wo sind die denn? Ja. Hier sind sie. So, da haben wir Silent Bob. Jay ist weiblich, okay. Ja, aber es geht ja mit dem Namen Jay, oder? Jay hat ganz schöne Alter. Ja, ich war schon Alter! Ich war schon überlegen, ob wir daraus die Miss Sunday machen. Wow! Alter! Alter! Das sind große. Hatte die gerade Milcheinschuss? Das sind große Bomben. Ja, damit kann man ja Dosen zerquetschen, so. Puff. Das macht sie dann mit den Köpfen der Gegner. Holla die Waldfee. Jay and Silent Bob, ja. Ja, finde ich aber lustig. So, warte, ich muss mir erstmal meinen Betäubungsbogen holen. Ja, ich wollte mal fragen, wegen Betäubung, hier Betäubungspfeile. Haben wir noch irgendwo welche, oder? In der Truhe nicht. Also da auch nicht drin. Hm. Ah, ich hol mal Schleimsuppe, haben wir bestimmt oben noch, ne? Unsere Sklaven brauchen das ja. Ah. Ja, habe ich noch 60 stumpfe Pfeile, aber ich kann noch mehr machen. Ich stelle gerade noch mal ein paar her. Okay. Ich verteile Schleimsuppe. Verteil du mal Schleimsuppe, ja. So, Jay und Silent Bob, es gibt Schleimsuppe. So, und ich repariere noch mal meinen leichten Bogen. Dafür brauche ich nur ein bisschen verstärktes Lüd. Müsste irgendwo rumfliegen. Ja, im Zweifelsfall in der Gerberei, ne? Richtig. Ja, heute werden wir das Sklavenrad wieder füllen. Es ist hier wieder leer. Furchtbar. Ja, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist kein annehmbarer Zustand. Genau, und nachdem wir da ein paar neue Sklaven reingepackt haben, werde ich auch nochmal dingsen. Dingsen? Und die Klamotten für unsere Sklavenfänger etwas ein. Ja, einfärben kannst du machen. Da habe ich keinen Nerv zu. Das mache ich doch noch. Dann brauchen wir. So, stumpfe Pfeile. Also machen wir später für die normalen Kämpfer, die Nahkämpfer eine Farbe, für die Knüppler eine Farbe und für die Bogenschützen eine andere Farbe, ja? Genau, und ich halte mich aus dem Knüppeln raus. Ich nehme, glaube ich, gar keinen Knüppel mit. No, ich, im Seil brauchst du aber. Ja, das habe ich. Ich habe stumpfe Pfeile. Ich nehme noch ein bisschen Leder zum Reparieren mit, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Leder mit. Nö, ich muss mitknüppeln, das macht ja Spaß. Mach du das Knüppeln, ich halte mich zurück. Ich komme mit den Pfeilen von hinten. Du weißt ja, wie es ist mit nach dem. Ja, Pfeile, wollte ich auch noch fragen. Wo hast denn die? Ich habe die jetzt alle eingesteckt, na gut, die stumpfen Pfeile. Du die. Brauchst du welche? Ich habe 160 Stück. Naja, ich hätte jetzt auch ein paar genommen. Bitteschön. 60 Stück. Danke. So, dann nehme ich Jay. Oh, Jay wollte ich, aber kannst du auch vernehmen. Danke. Dann nehme ich Silent Bob. Folge mir, Jay. Oh, wir sehen ja gleich aus. Bist du ein auch? Nee, Silent Bob ist größer als du. Was? Das geht ja gar nicht. Bin ich so klein? Warum bin ich so klein? Na gut. Ja.
Hier müssen wir auch mal Klamotten besorgen. Das sieht ja aus schäbig. Ja auch, das geht ja gar nicht. Ach, ein schöner Tag. Nach den ganzen Festtagen erstmal abnehmen und Sport treiben. Ja, was denn? Ein bisschen Bewegung mit einem Knüppel. Ach so. Du meinst Bewegung hier im Spiel. Ja, im Real Life doch nicht. Bist du irre? Da bewege ich mich doch nicht. Das gehört sich nicht. Mhm. Sport ist Mord. Sport macht Spaß. Du brauchst nur eine Sportart, die dir Spaß macht. Ja, habe ich. E-Sports. Ich meine jetzt aber eine körperliche Sportart. Boah, so schnell wie man da drücken muss, das ist schon sportlich. Ja, für den Finger. Da kommt man manchmal auch ins Schwitzen. Ich will ja nicht sagen, dass E-Sport kein Sport ist, aber die erfolgreichen E-Sportler machen auch noch einen richtigen Sport, also so einen körperlichen Sport. Ja, aber es machen auch nur ein, zwei. Ey, wenn man so bergab runterspringt, ist das ja fast wie auf dem Mond, so. Nein? Okay. Ich folge dir einfach. Ach, jetzt wollte ich mal gucken, was wir noch für einen Kartenraum brauchen für den nächsten. Hui. Ja, warte. Wir brauchen 200 verderbte Steine, 35 Eisenverstärkungen, 75 alchemistische Grundsubstanz. Nee, ich meinte damit das, was wir schon haben. Ach so. Ich glaube, von der alchemistischen Grundsubstanz haben wir etwa die Hälfte und von den verderbten Steinen haben wir, glaube ich, so um die 70. Aber da wir ja jetzt wissen, wie wir schnell an den Mondut kommen und wie wir noch schneller an Wundsekret kommen. Ja, Wundsekret ist jetzt ja, jetzt wo man es weiß. Braucht man keine Skorpione mehr jagen. Eigentlich wäre so ein kleiner Skorpion gar nicht schlecht. So an einem Schwanz kann man sich festhalten und man stellt sich drauf und dann bewegt er ein. Hey. Attacke, Skorpion. Das ist ein Punkt geglitscht. Ich habe mich schon gerade verwechselt mit Silent Bob. Also er sieht schon ein bisschen anders aus als Silent Bob, ne? Ja, mein Gott, nur so ein bisschen. Da suchen wir uns genau den richtigen Eingang aus, ne? Wir können auch einfach durchrennen. Na, renn mal durch, komm. Geronimo! Ah, geht weg. Weißt du noch, wo die Reliquienjäger waren? Nee, du? Ich glaube aber rechts rum hier irgendwo, oder? Ich glaube auch. Könnte sein, dass die da bei diesen Säulen waren. Ja, bei irgendwelchen Säulen, aber... Oh Gott. Oh. Fast in einen Drachen reingelaufen. Ah, den können wir nicht niederknüppeln. Nee. Leider nein. Da müssen wir mit anderen Leuten herkommen. Ja, ist doch gut, er rennt jetzt links und wir rennen rechts vorbei. Oh, da ist noch zwei Viecher von denen.
War da nicht mehr? Nee, hier geht's wieder raus. Achso, ich wollte weiter doch wieder. Ja. Wenn wir halt da weiter ran. Du, 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 du. Oh, hier ist Verderbnis. Ist hier so verdorben. Ja, war das vorher auch schon so verdorben? Keine Ahnung. Ah, jetzt ist nicht mehr verdorben. Hm. Hier ist ein doofer Skorpion. Erstmal räumen wir den Skorpion da zur Seite. Denn... Blood of the Serpent! Enemies at the gate! Ich glaube, die waren doch nicht so sehr am Rand. Ich glaube, die waren hier mehr an. Mehr im Osten. Auf der anderen Seite, oder? Da war auf jeden Fall diese große Tussi. Ja, die kriegen wir nicht geknüppelt, aber. Lauf du mal vor. Du kennst dich doch immer so gut aus. Du musst ja auch mal lernen, dich zu orientieren. Dafür habe ich dich doch, mein Navigator. Gehen wir da einfach mal rüber. Genau, einfach mal querfeldein hier. Nicht so weit links da, da ist wieder so ein Drachenvieh. Ich weiß. Und rechts unten auch, und ganz rechts ist ein großes Drachenvieh. Ja, der steht auch noch auf unserer Liste. Ja. Der soll nette Waffen und so haben, habe ich gelesen. Ah, es sind aber mehrere, sehe ich gerade unten. Der wird ja beschützt von zwei kleinen Drachen. Na, was ist das denn? Ja, da brauchen wir dann ein paar nette Kämpferchen, ne? Ein paar? Oh, da oben sehe ich wen. Ist das ein Gläubiger? Da sehe ich zwei. So, ich glaube, wir haben es gefunden, wo wir hin wollten. Stimmt, hier ist noch ein Lagerfeuer und ich glaube, auf der anderen Seite waren sie. Ja, ich sehe hier doch schon zwei. Ja, zwei reichen ja. Mehr können wir ja eh nicht tragen. Attacke! Und die hin? Ups. Wieso kommst du zu mir? Das dachte ich mir auch gerade, unsere Leute. Eine Schatzsuche. Das könnte ja Miss Handel sein. Ja, bin ich, finde ich auch. Das ist eine Miss Handel. Oh, warte mal, die war da schwarz. Oh. Sehr schön. Oh. Gut, und da drüben steht ja noch einer. Ich muss mal ganz kurz ein Steak essen. Oder ich habe noch hier nachhaltige Mahlzeit. Oh, da sind noch zwei, drei weitere. Ich nehme aber den, der da hockt, ne? Ja, warte, ich schieße mit. Okay. Oh, ist auch weiblich, glaube ich. Nee. Ach nee, das war Jane, die da gelabert hat. Ah, er nimmt die Verderbnis wieder zu. Ah, ich komm mal wieder zu dir. Okay. Muss mich ja nicht unnötig verderben. Nö.
Identify yourself. Das ist Silent Bob alleine. Wo ist Jay? Hinter dir? Ja, bestimmt, weil ich zurückgelaufen bin. Wollen wir dann die anderen noch? Können wir mal gucken, was die so sind. Wenn es normale sind. Oh ja, fällt er nach unten. Wenn es normale sind, töten, wenn nicht, knüppeln. Vielleicht sind es ja bessere, wer weiß. Ich nehme schon mal scharfe Waffen. Es sind drei. Rechts an der Mauer ist auch noch einer. Moras aus dem Sand. Der scheint besonders zu sein hier, der Freund. Au, der tut mir weh. Sind vier tatsächlich. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen, jetzt sehe ich nichts. Oh, ich muss weg. Ja, ich dachte mir auch gerade, vielleicht holen wir uns einfach unsere Jungs und hauen ab. Und Mädels. So, ich nehme den Typen. Oh, und ich werde verfolgt. Scheiße. Ich renne den Weg lang, den wir gekommen sind. Und ich werde gesehen. Scheiße. Es ist dunkel. Ich versuche, die mal zum Lagerfeuer zu schleifen. Ich trau mich nicht umzudrehen, aber. Ja. Ich überleg gerade, wo Miss Sunday ist. Scheiße, wo ist die Tussi? Die Tussi, hab ich. Oder nicht? Ich hab einen Kämpfer. Ja, hast du schon. Warte mal. Ich hab die Tussi, genau. Ist schon. Ach so, okay, gut. Ich wusste nicht, dass du die schon gebunden hast. Nee, ich hab gebunden und bin weg. Weil der Typ war dann doch ein bisschen stärker als gedacht. Na gut. Dann mache ich mich auch auf den Weg. Ach so. Oh, ist das dunkel, Alter. Wurdest du nicht von dem Typen verfolgt? Der ist ja auf dich gegangen. Na gut. Scheiße, jetzt renne ich hier voll auf die Drachen zu. Ja, da bin ich auch durchgelaufen. Ich erleuchte den Weg. Wenn du mich siehst, wahrscheinlich nicht. Geronimo! Da bist du. Hm? Ich sehe dich zwar nicht, aber doch, jetzt sehe ich dich. Ich muss gleich wieder die Dame fesseln. Okay, ich bin da. Oh, Scheiße, ist so, das dunkel. Jetzt sehe ich genauso wenig. Ah, dich sehe ich. Das ist gut. Ich folge Silent Bob. Ja. Ah, da sieht es aus, als ob da irgendwo ein Ausgang wäre. Da sind zwar auch Skelette, aber da rennt man dann gleich durch. Genau. Gehe, damit ich auch volle Power habe und laufen! Ah! Ich laufe auch. Es tut mir leid, dass ihr gerade nicht sehr viel seht, aber es ist halt dunkel. Ich sehe jetzt nichts. Bist du vor mir? Ja, gut. Ich bin auch gleich aus der Stadt raus. Dann sieht man wieder ein bisschen mehr, auch wenn es Nacht ist. So. Juhu! Dass man, ey, ich find's doof, dass man dann leider das Seil nicht mit der Fackel kombinieren kann. Ja, das ist schade. Aber gut, zwei haben wir schon mal. Aber wir müssen da nicht gleich nochmal hinlaufen. Wir können ja mal woanders hinlaufen. Und Mitarbeiter suchen. Ja gut, unsere Sklavenfänger haben wir ja jetzt auch woanders. Also die beiden, die mit mir jetzt unterwegs waren, die haben wir ja auch woanders geholt. Silent Bob ist eigentlich von sich aus ein Kämpfer. Unsere Sklavenfänger sind woanders. Egal.
Das sind jetzt unsere Sklavenfänger. Genau. Punkt. Da die ein Problem mit Waffenwechseln haben, bleiben die das. Punkt. Genau. Wir müssen uns noch überlegen, welche Farbe unsere Sklavenfänger kriegen. Pink? Ich hätte jetzt eher schwarz gesagt. Wir haben aber kein schwarzes Färbemittel. Gibt es aber, oder? Ja, ich glaube, ich muss mal gucken. Hast du es nicht? Hast du es nicht gelernt? Ja, ich habe es gelernt, aber ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche Farben ich alle machen kann. Muss ich erst in den Feuerschein. Also rosa finde ich scheiße. Ich find's lustig. Ich nicht. Also wenn eine Firma auf mich zukommen würde mit rosa Anzügen und sagen, wir würden sie gerne einstellen, dann sag ich nein. Ist ja nicht so, dass die freiwillig mitkommen. Ist ja fast wie bei der Telekom so. Ich muss mal gucken, was wir überhaupt auf dem Färbemittel haben. Also die Bogenschützen können von mir aus grün kriegen. Und ich kann auch die Sklavenfänger gelb machen oder so. Davon haben wir, glaube ich, eine ganze Menge. Ich finde, da muss eine Farbe, die Farbe muss schon angsteinflößend sein. Schwarz oder rot. Ja, ich guck mal, was wir für Farben machen können, okay? Okay. Ich mein's ja nur gut. So. Also mitternachtsblau und tiefrot können wir machen oder Höllenpurpur, aber schwarz tatsächlich. Was ist denn Höllenpurpur? Dunkles Lila, aber auch dunkelviolett geht. Ja, ist ja besser als rosa. Ich guck mal erstmal, was wir überhaupt an Farben da haben. So, wir haben mitternachtsblau. Blau haben wir ganz viel. Aschefarben haben wir ganz viel. Braun, grau, grün, olivgrün, türkis, sanftbraun, tiefrot, violett, pink haben wir eine ganze Menge, orange haben wir auch eine ganze Menge. Also von mir aus können die Bogenschützen grün-pink sein. Ja, wir reden jetzt aber gerade erstmal von den Sklavenfängern. Ja, die brauchen eine respektvolle Farbe. Also, grau. Grau oder dieses Mitternachtsblau finde ich ganz gut. Oder dieses Höllenpurpur, das gefällt mir eigentlich auch. Höllenpurpur, ich guck mal, was ich für Höllenpurpur brauche. Ist jetzt nur ein Vorschlag. Ich brauche Hochlandbeeren und Wüstenbeeren. Das heißt, wir bräuchten Hochlandbeeren. Kriegt man denn Hochlandbeeren? Fuck, da sind wir aber nicht. Aber, um das herzustellen, brauche ich. Ich kann höchstens dunkelviolett noch machen. Ja, mach dunkelviolett, das ist auch okay. So, dafür brauche ich violett und einen dunklen Färbezusatz. Für den dunklen Färbezusatz brauche ich Teer und Wasserflaschen. Wasserflaschen könnte man auch selber herstellen, oder? Ja, ja, wir haben hier über 20 Glasflaschen, das ist kein Problem. Okay. Und für Violett brauche ich falsche Alraune. Da haben wir zwei Stück von. Einen Samen habe ich von der falschen Alraune. Ist ja recht viel.
ich esse es. Ja. So. Aber vielleicht haben wir ja auch noch Lila. Violett haben wir noch. 6 Stück. Das heißt, dann mache ich jetzt erstmal dunklen Färbezusatz. Oh, habe ich jetzt die Statue der Erfrischung ausgeleert? Die ausgeleert. Weil ich gerade so viel Wasserflaschen da gemacht habe. Die kann alle gehen? Ja, anscheinend. Ah, doch, guck mal, schwarzes Färbemittel geht. Na siehste. Wegen des Medizinmanns. Da brauchen wir Wasser und Öl für. Dann können wir die ja schwarz-gelb machen. Schwarz-gelb, ja. Okay. Space Marine! Genau, Imperial Fists. Juhu! So. Teer kriegt man ja aus der Presse. Ah, ne, Öl. Natürlich jetzt Teer oder Öl. Öl. Das Geld gepackt. So, Silent Bob. Mach die Schmandackisch, du Sau. Ich mache erstmal nur die Oberteile und die. Also Ober- und Unterteile. Nee, das ist Tussi. Wo ist denn. Das ist Jay. Das ist Jay. Boah, in der Zeit, in der du das machst, klopfe ich nochmal ein bisschen Stein. Brauchst ja bestimmt ein bisschen. Ich dachte mir, so die Metallteile könnte man schwarz machen. Ja. Helm muss noch gemacht werden und die Handschuhe und die Beine. Aber egal, wir arbeiten uns langsam. Du kommst ja gut voran. Ich brauche wieder was. Durch das Öl kriegt man schwarz sehr leicht, das finde ich gut. Ist ja auch die schönste Farbe. So, da hast du recht. Aber da fülle ich lieber ein bisschen mehr Wasser auf und dafür gehe ich an den See. Konnte jetzt nämlich gerade nur vier Flaschen füllen an der Statue. Ah, Gott sei Dank haben wir gleich einen See um die Ecke. Ja.
Und die letzte Basis war ja auch am See. Das ist ja, wir sind ja immer sehr am Wasser gebunden. Nehme ich noch mal ein paar unappetitliche Schalentiere mit, damit wir auch wieder ein bisschen Fundsekret bekommen. Machen wir noch 8000 schwarz. Guck ich gleich mal, was ich für Geld brauche. Schwefel. Schwefel müssen wir sowieso wieder besorgen. Gab's in einer Höhle, ne? Frag mich nicht. Unten am See. An dem türkisen See. Aber erstmal machen. Ich dachte jetzt an die Krokodilhöhle, glaube ich, war das, ne? Wo wir. Ja, aber wir haben doch da den Schwefelsee direkt bei uns um die Ecke. Ah ja, stimmt. Da bin ich ja gleich. Kann ich dir was mitbringen? Ja, das wäre doch nett. Ach, dann gehe ich. Alter, Silent Bob hat ja beschissene Farbe. Ja. Aber das passt total. Lustig. So, jetzt habe ich das Färbemittel aufgebraucht. Nur den Helm, den habe, da habe ich die Farben andersrum gemacht. Das sieht ganz cool aus. Sieht auch ganz cool aus. Mist, jetzt ärgere ich mich, dass ich das Metall schwarz gemacht habe. Wenn ich das gelb gemacht habe, wäre das voll golden. Naja. So, die beiden sind eingekleidet. Ja, ich hole jetzt noch ein bisschen Schwefel und dann bin ich gleich wieder daheim. Und dann können wir mal nochmal ein paar Leute versklaven. Was hat man sonst noch für Farben? Also schwarz ist überhaupt kein Problem. Schwarz kriege ich ganz schnell. Schwarz ist easy peasy. Das erfreut mich. Hätten wir auch eigentlich... Oh, hier geht's ja auch noch runter. Schön, schön. Harald der Schlitzer, du brauchst auch... Oh, wollen wir für unsere normalen Soldaten dann... Für die Nahkämpfer... So die Sturmtrupperfarben machen? Schweiß. Schwarz-Weiß? Weiß, Schwarz-Weiß, warte. Auf jeden Fall grau geht. Ja, weißes Färben. Dafür brauchen wir aber Rohasche. Hey, Carsten! Komm mal runter, hab ich dich aus Versehen gekratzt. Das tut mir aber leid. Carsten ist gerade aggro, ey. Mann, oh Mann. Graublütige Lupine. Also, wir könnten auch grau machen. Brauchen wir graublütige Lupine? Hätten wir auch einige da tatsächlich. Ja, mach du das hier, Agro-Carsten.
Oh, und aus Knochen kriegt man hellen Färbezusatz. Dann können wir hellgrau. Mhm. Oh Mann, ich verbrate so viele Flaschen zur Zeit. Ja, wir haben noch so viel Kristall gesammelt, also... Ja. Scheiß da unten. Es geht ja mir aber auf die Nüsse hier langsam, ihr kleinen Wichser. Muss ich wahrscheinlich nur erstmal wieder eine Form für das Glas machen. Sorry, Carsten. Die habe ich wahrscheinlich nicht mitgenommen. Form fürs Glas? Mhm. Ich, kann man doch bauen. Ja, natürlich kann man es bauen, aber hätte ja sein können, dass ich die vielleicht noch habe. Ich komme dann mal zurück. So, ich wollte hellen Färbezusatz machen, ne? Knochen und Wasser brauche ich. Knochen müssten wir ja auch in der einen Werkbank dann um Hunderte haben. Naja. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ein paar Wasserflaschen fertig sind. La 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 la. Telefon klingelt. Ja, ich rufe gleich zurück. Du, du, du. So. Das Schwefel packe ich dann in die Truhe, ne? Grau und da hellgrau. Wahrscheinlich hätte ich nachgucken sollen, weil stimmt, haben wir noch hellgraues Färbemittel oder so da, aber... Wahrscheinlich. So. Ah, aber ich sehe gerade, dass Harald der Schlitzer braucht noch schwere Klamotten. Der hat nur mittelschwere Sachen. Hm. Kann ich ja halt demnächst machen. Ja. So, und warte, wer war dein Typsi? Wo ist der? Kleiner Wurm hat auch nur mittelschwere Klamotten. Ja. Dann kriegen sie demnächst noch bessere. Schwere, meine ich. Du brauchst sie nicht einfärben. So, Carsten. Brauchst nicht mehr folgen. Das jetzt in die Färbe.
Truhe. Ah, ist halt Reserve. Jo. Ja, müssen wir doch mal wieder ins Hochland und Pflanzen besorgen, ne? Gesundheit. Aber ich würde fast sagen, dass wir langsam einen Break machen. Ja, bin ich auch dafür. Machen wir kurz einen Break und dann geht's nächstes Mal weiter. Jo. Oh. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.